Für die Fraktion der Grünen hat der Kollege Lux. Dankeschön, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von meiner Fraktion auf eine gute Zusammenarbeit in dieser Legislatur und die besten Wünsche. Wir haben jetzt eine Geschäftsordnungsdebatte zu führen. Wer besetzt den Hauptausschussvorsitzenden? Und ich möchte Sie doch bitten, diese Chance auch für eine ordentliche Debatte zu nutzen, wenn man sich vor Augen führt, welche Rechte dieser Hauptausschuss hat. Es handelt sich hier um das Königsrecht des Parlaments. Und wenn ich mir anschaue, vor welchen Herausforderungen die öffentliche Hand steht, vor denen wir als Gemeinwohl stehen, vor Finanzkrisen, vor zig Milliarden, die verschoben werden, wo man noch durchblicken muss, wo wir eine verantwortungsbewusste Entscheidung treffen müssen für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in diesem Land, dann möchte ich auch, dass diese Entscheidung getroffen wird in Gemeinsamkeit. In Gemeinsamkeit aus denjenigen, die regieren, die ein Mehrheitsmandat haben, die diese Vorlagen bringen dürfen, aber auch in Gemeinsamkeit mit den anderen, die dafür auch gewählt worden sind. Und deswegen bin ich sehr froh, dass im Deutschen Bundestag bei einer schwarz-gelben Bundesregierung die Vorsitzende des Hauptausschusses eine Kollegin aus der SPD, nämlich Frau Merkel, Sie werden sie auch noch kennen, Petra Merkel aus Charlottenburg-Wilmersdorf, dass die dort den Vorsitz führt. Und ich finde, wir sollten diese gute Tradition auch in Berlin fortführen. Wir als Grüne haben das jedes Mal gefordert und wir werden es dieses Mal auch wieder fordern. Wir hätten es auch gefordert, wenn es auf eine Koalitionsbildung mit uns zusammengekommen wäre. Es gehört sich einfach zu einer parlamentarischen Gepflogenheit, hier die Opposition ernst zu nehmen und ihr den Zugriff für den stärksten Ausschuss zu übergeben. Und ich finde das schon ein bisschen verwunderlich, wenn man dann sagt, naja, dann muss man das beim Petitionsausschuss und bei anderen Ausschüssen auch regeln. Nein, Herr Graf, beim Hauptausschuss handelt es sich um einen wesentlichen Ausschuss, bei dem es um Aber- und Abermilliarden geht, wo es um verantwortungsbewusste Entscheidung geht. Ich habe das gerade gesagt, wie es sich im Bundestag darstellt. Da können sich das die Leute noch besser vorstellen. Aber auch in Berlin werden wir die Schuldenbremse zu diskutieren haben. Werden wir zu diskutieren haben, wie mit knapperen Ressourcen auch noch Chancen und Leistungen verteilen können in diesem Land, wie wir eine zukunftsfähige Infrastruktur haben können. Und das soll gehen, indem Regierung und Opposition hier zusammenarbeiten und dem Parlament eine besondere Bedeutung verschaffen. Und deswegen fordert meine Fraktion und wird es auch noch weiterhin fordern, den Vorsitz für einen Abgeordneten der Opposition. Und damit meinen wir nicht wir als Grüne, sondern wir meinen auch genauso, es könnten genauso die Piraten machen, es könnten auch genauso die Linken machen. Wir sind hier in der Opposition in der Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren in ihrem Handeln. Und das würde besser gehen, wenn der Vorsitzende des Hauptausschusses ein Abgeordneter der Opposition wäre. Und ich habe auch den zu wählenden Präsidenten, den Vorschlag der SPD-Fraktion entwidern zu verstanden, dass er das Parlament stärken möchte, dass er die parlamentarischen Gepflogenheiten hier deutlich wieder mehr ins Zentrum rücken möchte. Und deswegen hielt ich es eigentlich nur für konsequent, wenn man dann auch sagen würde, gut, wir stärken das Parlament automatisch gegenüber der Regierung, denn es ist doch auch völlig klar, dass ein Abgeordneter der Regierungsfraktion sie niemals so kontrollieren würde aufgrund der Parteizugehörigkeit, wie es ein Abgeordneter der Opposition tun würde. Und deswegen ist dieses Anliegen auch ernst zu nehmen und nicht mit einer Büttenrede wie davor wegzuwischen. Wir als Grüne haben das konsequent gemacht und wir werden das auch weiterhin fordern. Und deswegen darf ich noch zwei Sätze zu den Anträgen von den Piraten sagen. Liebe Kollegen, ich finde das Anliegen richtig, dass in jedem wesentlichen Gremium jede Fraktion hier mit einem Grundmandat vertreten ist. Das Präsidium besteht nun mal nicht nur aus Präsident und Vizepräsidenten, sondern auch aus weiteren Mitgliedern des Präsidiums. Da sind sie ja vertreten. Inwiefern es möglich und auch notwendig wäre, hier zu einer ähnlichen Besetzung zu kommen wie im Deutschen Bundestag, sodass jede Fraktion einen Vizepräsidenten haben wird, das werden wir offen diskutieren und auch wohlwollend prüfend. Natürlich muss man sich doch an andere Fragen stellen, wie Amtsausstattung und so weiter, wenn die Vizepräsidenten auf einmal der Zahl sehr viele werden.
Genauso muss man sich auch die Arbeitsfähigkeit dieses Parlaments vor Augen führen. Wenn also die Abgeordnetenrechte über alle Maßen stärker werden als die Fraktionsrechte, wozu es ja auch umfangreiche höchstrichterliche Entscheidungen gibt, dann blockieren wir uns hier möglicherweise selber. Deswegen Ihr erster Antrag, wohlwollende Prüfung, Ihr zweiter Antrag, etwas Skepsis aus meiner Fraktion. Aber bitte geben Sie uns auch hier die Zeit und lassen Sie uns das eben auch in Ruhe und Gründlichkeit diskutieren. Wenn das eine Stunde vor der Sitzung kommt, ist das sehr schwierig. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit des Hauses. Vielen Dank, Herr Kollege Lux. Das Wort für die Fraktion der Linke hat der Kollege Döring.